Ist ja schön, dass sie damit so gut klarkommt, aber dürfen wir kurz eine Existenzkrise kriegen? Ja, weil eben hatten wir noch einen Körper und jetzt haben wir keinen mehr. Aber schön, dass er es jetzt einsieht und dass wir es eigentlich schon die ganze Zeit wussten. Die Memo habe ich anscheinend verpasst. Den Jurfix, ja. Nächstes Mal werde ich teilnehmen, danke. Robby? Nein, Robby kommt nicht mit. Ich will Robby wieder haben. Robby! Aber es war eine schöne, ruhige Stelle, muss ich sagen. Ein paar Infos. Gut, dass wir beide nicht quatschen. Warum sollten wir diese bedrückten Stöhler auch mit Gesprächsstoff füllen oder so? Indem du mir sagst, was hier Sache ist. Oh, das sieht lustig aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Quallenwal. La la la, wir werden gleich ein wunderbares Empfangskomitee bekommen. You're really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunback, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry though, because with the Dunback, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and then go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omni tool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Jetzt ist die so abgeklärt. Ich hätte mir das gerne erklären lassen, weil ganz ehrlich, ob die 2 Minuten mehr oder weniger macht, wahrscheinlich auch den Kohl nicht fett. Aber gut, offensichtlich nicht. Muss ich. Oh, okay. Do you hear me speaking? Of course you do. I wanted to let you know that I know. You didn't blindly pick me out of the herd. The slow waves of Delta crashing against the shore have an undertow that pulls you into a slumber. It's a beautiful thing. And I won't be selfish. I will help. Tuck them in. Watch them sleep. They too will find peace within the universe of the WoW. Okay. Also, ja, am Anfang habe ich wirklich gedacht, er redet über dieses Ding gerade mit uns. Aber ich denke eher, er wird mit der WoW gesprochen haben. Und wir hören diese Gespräche im Nachhinein, wie auch immer das möglich ist. Und Robby hat uns verlassen. Das bricht mir nach wie vor das Herz. Irgendwie ist Catherine, ich weiß nicht, ob sie mir sympathisch ist. Sie ist mir suspekt. Das, glaube ich, lässt sich gut sagen. Strasky, wake up Dr. Masters. We're bringing in anchors. What's wrong?
What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The biosurgeon and a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Kumarabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right. See you soon. Waren es die Bilder, die die eine gemacht hat, als Akers oder so die angegriffen hat, als sie ihn abholen sollten? Hatte das irgendwie damit zu tun? Und die haben jetzt den einen noch da irgendwie versucht hinzuschaffen, um ihn das Leben zu retten? Aber eben war die Rede von der Wow hat ihm das angetan. Aber das war ja Akers, laut dem, was wir bis jetzt gehört haben. Ist Wow gleichzeitig Akers? Also wurde er schon von der Wow übernommen? This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The Ark Project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Holy fucking moly, okay. Ja, aber ganz ehrlich, ich... wow. Es hätte mich hart gewundert, wenn manche sich, oder einige oder viele sich nicht umgebracht hätten, wenn sie wüssten, sie sind die Letzten, die hier noch leben. That's everything, right? Thank you, Catherine. Wait. Am I already here? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this the Ark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Aww, Robin, du wirst sterben in den nächsten paar Minuten, weil bis jetzt habe ich jeden umgebracht, der mit mir geredet hat. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Okay, warte. Rekapituliere. Natürlich, wenn man gescannt wird, gibt es zwei Versionen. Eine in der Arche, also die virtuelle Version von einem Bewusstsein und dann die menschliche, reelle Version von einem, die sich ja auch noch weiterentwickeln kann. Denn ab dem Moment bist du quasi zwei Persönlichkeiten. Weil die eine entwickelt sich in die eine Richtung und die andere in die andere. Ich weiß nicht, ob auf der Arche die Sachen vielleicht auch pausiert sind. Also du gar nichts mitbekommst, wie also gar nichts existieren würde, bis du angeknipst wirst. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmire when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin, I'm not sure how to say this. What? This
This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys really pulled through. They saved us all. Die Frage ist doch aber, wieso ihr Bewusstsein hier ist und nicht in der Arche. Oder warum verschiedene... I expected something different. Das finde ich so verwirrend, ob die Vau auf diese Arche Zugriff hat und die Persönlichkeiten einfach random an irgendwelche Roboter verteilt. See you later. Will do. Das ist so gemein. Ich wusste, du wirst sterben. Es tut mir leid, ich habe es dir gesagt, aber... Ja, das haben wir jetzt gemacht. Das hätten wir gar nicht machen müssen, wa? Ich hätte sie einfach hier leben lassen können. Das war tatsächlich, ups, ich glaube, das war, ich dachte, ich muss da reingreifen. Oh Gott. Naja, die Frage ist, das Abend fühle ich mich gerade ziemlich schlecht, auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, aber holy shit, ups, ich dachte, ich muss das machen, weil hier dieses Ding dran ist. Und wenn ich mich selber kurz da hineinversetzen kann, würde ich das, glaube ich, nicht wollen. Über Millionen von Jahren hier am Meeresgrund sitzen und denken, ich bin in der Arche, aber ich bin es eigentlich gar nicht. Weil sie das nicht verarbeiten kann. Ich kann, also... Gut, ich habe auch noch keine Langzeitwirkungen davon gesehen, aber ich finde das ein bisschen moralisch verwerflich, da einfach weiterzugehen. Dann lieber sie im Glauben sterben lassen. Ist das denn sterben? Hat sie denn je wirklich gelebt? Oh Gott, Fragen über Fragen. Ich hätte gern... Oh, ups, ja, ich bin Hulk. Ich hätte gern Robbie wieder. Okay. Was genau... No. Oh, hallo. Okay, geht nicht. Und jetzt... Oh Mann, ich bin so gut in sowas. Ja. Können wir das einfach weiter drehen? Ah, jetzt darf ich. Nochmal? Jetzt, ey... Mann, es ist so kacke hier. Komm runter. Danke. So. Ich möchte gerne rein, bitte. Achso, ich muss gar nicht open drücken. Okay. Große Schleuse. Eine Kamera. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ist auch nicht gut, dass bei uns auf dem Omnitool dieses komische Wow schon zu sehen ist. Ich glaube, das ist auch kein gutes Zeichen. Blut oder Algen? Hello? Anyone there? Well, Catherine, we found Theta. Ja. Mir fehlt mein Willkommenskommando. Soll ich gleich dem Blut hinterher? Okay, bis jetzt wirkt's. Nee, ich gehe erstmal zur Scheibe. Erstmal gucken wir durch Scheiben. Okay. Ich sehe zumindest mal nichts am Blut da hinten oder kaputt oder Zombieartiges. Verrückte Robotoren sehe ich auch nicht. Ich hoffe nur, ganz ehrlich, bei aller Liebe für dieses Spiel, ja,
Und ich mag die Story und so, aber dieses Vieh vom letzten Mal, was du nicht angucken kannst, war so zum Kotzen und nervig. Bitte das nicht nochmal. Das Vieh haben wir jetzt durchgespielt. Jetzt gerne andere wieder. Natürlich nicht. Okay, wir müssen woanders. Wir brauchen wieder irgendwas. Irgendein Chip wahrscheinlich dafür. Kommen wir denn da durch? Hier geht's nicht. Das sieht so aus, als ob wir da hin müssten. Aber hier ist zu... Oh. Ja, das war Absicht. Dann gehen wir mal darüber. Der einzige andere Freiweg. Hallo. Hier ist doch schon wieder... Nee, komme ich auch nicht lang. Okay, gut. Ich finde den Weg. Es gibt nicht allzu viele Türen in diesem Raum. Ich kann nicht so oft verkacken. Du willst mich doch verarschen. Kann ich das... Kann ich die Scheibe kaputt machen da? Ah, ich kann was werfen. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich was wegwerfen kann. Ha! Und... Das ist jetzt nicht dein Ernst. Komm her. Yay. Wenigstens etwas. Hatte ich nicht auch Licht? Ah, mit F. Sehr intuitiv. Sehr schön. So, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ich bin noch entspannt, merke ich gerade. Das wird nicht lange so bleiben, glaube ich. Aber die Stelle war gerade nicht so gruselig. Aber die Story ist es ist umso gruseliger dafür. Nein, ich finde die Story sehr gut. Ich finde es mehr interessant als gruselig gerade. We're here. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it can survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's... Heroic? At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Hmm, sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Ja, supi. Können wir dir nicht einen Körper suchen und du kannst mal rumgehen? Da ist eine Kamera dran. Standortstatus. Alle Systeme betriebs... Warum ist die in Quarantäne, wenn ich fragen darf? Wieso soll ein Tiefseeboot in Quarantäne sein? Kann man das kurz einer erklären? Unterschutz intakt, Panzerung intakt, Lebenserhaltung, wow... Mittel, bla bla. Bau war die künstliche Intelligenz, die zum Krebsbeschwör wurde. Hauptebene. Ah, es gibt eine Karte hier. Blackbox Beacon. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? In the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Ich mag das auch nicht.